Ziemliche abzugsgründe Maps gezeigt in solchen Sachen. Oder zumindest, dann mal einen Punkt auf der anderen Seite machen, dass man einfach dann zurückfahren kann. Dann ist wieder okay. Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Es ist wieder Montag. Es ist jetzt der Zeit zusammen mit der kleinen Ente. Und wir haben ein Zebra. Ist Zebra weiß oder schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Na, knack. Das werden wir herausfinden, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Endlich wieder mit Let's Test. Letzte Woche Montag haben wir... Montag hat den Rechner aufgesetzt. Das habt ihr gemerkt. Donnerstag habt ihr eine Sonderfolge gehabt gegen die beiden Chaoten. Genau. Die wir gewinnen lassen haben, natürlich, Fred, netterweise. Ja, wir sind ja super nice. Ja. Und höflich und... Okay, die Auffahrt hat nicht funktioniert. Geile. Bei mir ja. Oh, Telefon! Was ist heute ein Tag? Ja gut, während Anime sich hier gerade noch irgendwas bestellt oder irgendwas, fahr ich unterdessen mal weiter. So, bin wieder da. Achso, ja, das ging ja schnell. Timing. Und natürlich auch letzte Woche, Freunde, keine Folgen von mir am Wochenende wegen gleich schon aussetzen. Ihr kennt ja sowas. Ja. Ab und zu muss das mal sein. Niu. Graut's mir Tatsache vor. Edward hat mit mir gefingert. Weil selbst wenn ich dann den neuen PC habe, werde ich den hier neu aufsetzen. Mhm. Und komplett auf Schneiden auslegen. Nein! Oh. Nein! MC ist aber Kim verkackt! Bei mir hat die Sommerkind gerade ihre Tage gehabt. Ja, mich irritiert. Tatsache auch die Slugtor. Ja, das habe ich gerade auch aussortiert. Das ist dafür gedacht, dass du wirklich ganz flach drüber gehst, nicht früher ausspringst. Oder extrem früher rausspringst, das ist gleich normal und Gut, MC Sommerkind Second Try. Und Freunde, falls ihr Hammergosch hört, tut mir leid, endlich ein neues Platin-Arschloch. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh doch, oh doch. Nein. Oh, nein, ist das ein Arsch. Alles von vorne. Du musst am Ende dann nochmal ein Sommerkind machen, danach noch eine Koralle zeigen. Oh ja, ich sehe es gerade schon. Ach du Scheiße. Und ich hatte die Koralle ein bisschen zu früh angesetzt. Oh shit. Ich habe leider den Sommerkind verkackt. Oh. Uff, wir haben auf dieser Map übrigens eine 45-Minuten-Challenge. Das was sollst du alles am Stück machen, ist jetzt die Frage. Sollte vielleicht auch nochmal erwähnt werden. Wie gesagt, ihr habt gehört, Freunde, Alzheimer, Endes, unser Platin-Arsch. Genau. Sponsor von der Ente. Ja, für irgendwas muss es ja gut sein. Problem ist dieser MC-Sommerkind, darauf kann ich es gar nicht. Das Problem ist, ich hoffe, dass danach der reguläre Punkt kommt, weil sonst wird's böse. Oh, fuck! Minimal zu langsam. Scheiße! Oh! Fuck, da habe ich mich gerade wie Bolle gefreut, dass ich den geschafft habe. Und dann kommt so eine Scheiße hinterher. Oh, ja, böse, ehrlich. Oh, MC Sommerkind geschafft. Geil. Jetzt oben bleiben, die wegen den Edward-Stangen hier. Oh. Sommerkind haben wir auch geschafft, halbwegs. Ja. Ich hab auch den MC wieder. Nein, zu früh gedreht! Oh. Ich wollte mir gucken, was danach kommt. Mal danach. Ach, Kamera, fick dich doch. Wo zur Hölle müssen wir danach hin? Ah, wieder zu früh, ich kam zu weit unten an. Anime, du musst bei dem Bumper aufpassen, der geht nicht über die volle Höhe. Das ist dir hoffentlich aufgefallen, ja? Ja. Gut. Wenn ich jetzt sage, ich werde dafür, dass wir da abbrechen und andere Map anmachen und denen hier 0 Punkte geben. Weil du musst die ganze Scheiße, du musst auch ein MC-Sommerkind zurückflippen. Nein. Lass es bei 15 warten. Weil ich habe gesehen, der Absprunggrund ist hier beim Flugtor. Da ist dann in der Wallrette rausgeht. Dass die Wallrette rausgeht, okay. Ja. Uff. Weil du siehst nämlich, dass bei dem Flugtor da unten in der Wallrette ein kleiner Sprung drin ist. Schon wieder, ey, Junge, was ist heute los? Oh, das war gut, Aris. Das war richtig schön. Ja, das ist einer dieser Tage, wo man direkt merkt, man ist heute nicht gut drauf. Das ist belastend. So, komm, Koralle wieder. Einmal schön
Oh, es war vielleicht zu früh. Nee, habe ich. Perfekt. Also es war schon vom Feeling her zu früh, aber ja gut. So, Sommerkind habe ich. MC und hat geklappt, ich war unten. Jo, hi. Hi. Schon wieder an der Stelle hier, meine. Ja. Stelle Lieblingswein. Ja, nein, ja, jawohl, MC geschafft. Oh Mann, oh Mann. Und schon wieder die Koralle verkackt. Oh Junge, ich fühle jetzt immer, ich glaube, zu früh an. Oh, ich hab den Punkt. Alter. Bei mir ist es trotzdem die 15-Minuten-Regel. Wow, ich hab den Punkt. Easy. Ja, bei mir ist trotzdem die 15-Minuten-Regel. Das ist wieder ein Tag, Freunde, denke ich. Ich bräuchte heute nur einen Rundkurs. Ah, es kennt diese Tage. Ja. Oh ja. So, jetzt kommt diese Spirale, wo man Koralle zeigen muss. Die ging höher. Fuck. Ah! Okay. Hab ja ein bisschen Zeit. Alle, hopp. Okay. Ey, die was ist das denn? Ach. Aber ich bin ja schon mal, wenn er so viel Emschi Sommerkinder einbaut, hätte er wenigstens einen ehrenvollen Bumper hinsetzen können und nicht so einen Assi-Bumper. Ja, fühle ich. Doppelten Wallride-Breite quasi gesehen und die schön den Bumper über die komplette Ding ziehen. Oh. Abzugspunkt für mich auf jeden Fall. Oh nee. Ich krieg die Koralle da nicht ganz hin. Und schon wieder nicht. Ey Junge, ich hasse es. Wobei, ich hatte jetzt noch eine schlimmere Map, aber Ares. Du weißt ja, hier kommst du auf diese Breite, auf diese eine Breitstraße nur aus. Der letzten einen Wallride, da musst du auf Emschi rauskommen, rückwärts. Ja! Geil, oder? Ja. Sonst noch irgendwas? Warte mal. Ey, ich spring nach oben und ich komme nicht weit genug. Nee. Dein Ernie? Ich bin raus aus der Map. Das ist jetzt nochmal passiert. Ich spring da oben ab und ich komme nicht weit genug, obwohl ich Vollgas gefahren bin. Ich bin auch richtig von unten nach oben gezogen, Alter. Ich glaube, die war schon. Nach so einem Punkt wie ich sowas eigentlich überflüssig, muss ich echt zugeben. Ja, fühle ich. Das ist natürlich bitter, ey. Das schafft das. Ja, wie gesagt, eine Minute habe ich noch. Das ist 1-2 wahrscheinlich und dann drücke ich alte 4. Und verkackt eiskalte Longjump, ey. Das ist böse. Das ist richtig böse. Schon wieder nicht. Oh, hier geht ins Arschloch. Hey. Diese Kamera sich in GTA, die muss man manchmal auch lieben. Na, die Kamera, die ist moch in GTA, das ist ein bekanntes Problem. Okay. Und schon wieder den Sommerkind verkackt. Ey Junge, nee, die macht mir eigentlich keinen Spaß gerade diese. Wie gesagt, oh. Bis dahin, wer Punkt danach kommt. Hätte ich gesagt, geiles Ding. Was kommt jetzt hier noch? Okay. Ich hab den nächsten Punkt. Ja, aber wie gesagt, ich drück jetzt alle 4. Hey, komm schon, zieh durch! Junge, Junge. Wenn du es sagst, willst du es genauso machen? Hm. Oh, jetzt kommt dieser MC-Sommerkind, der selbstgebaute. Junge, Junge. Ja, und den muss ich auch zweimal machen. Den muss ich auch zweimal machen, dann. Oh, lol. Ja, ich hasse es. Hin und zurück so. Ey, warum so macht man so eine Scheiße? Ja, Map Recycling. Für mich Abzugspunkte Map Recycling in solchen Sachen.
Oder zumindest, sagen wir einen Punkt auf der anderen Seite machen, dass man einfach dann zurückfahren kann. Dann ist wieder okay. Oh, zum allerersten Mal die selbstgebaute gebastelt hier, haben wir. Weil meiner Meinung nach hat er einfach zu übertrieben an vielen Sachen hier. Okay, ich habe schon gerade gesehen, was die Phase ist. Der Bumper sitzt in einem Container. Oh, cool. In der Tube. Ja, sonst ist meine Tastatur gleich im Schrott. Das wäre ungünstig. Drehung geschafft, wo sie aushört. Da. Okay. Hey! Ja, moin! Oh! Nice! Hab ich auch. Was geht denn hier heute ab? Wow, Anime hat geliefert. Er hat's eiskalt durchgezogen. Ja. Gib mir mal bitte ein paar Minuten. Bei so einer Scheiß-Map, nee, danke. Ja, weil ich bin schon bei Punkt 12 von 15. Deswegen wäre es cool, wenn du mir kurz ein paar Minuten einräumen könntest. Nö, du hast Zeit, wenn das noch zu ist. Okay, haben wir. Ich bin am letzten knackigen Point. Nein! Hä? Was? Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert, Digga? Problematisch an dieser Map aktuell. Ich muss den 360 zeigen. Und ich flippe von weiß. Von schwarz auf weiß flippe ich. Und das sieht man super scheiße, weil weiß und ich habe im Hintergrund eine weiße Wolke. Und ich habe die falsche DB drin gehabt. So. Hat er hier eins Pfeil hingepflanzt? Nein, da kommt noch ein Schmutziger. Du kleiner Ficker! Oh! Okay, du bist da raus, ich hab's. Ja, diese Folge werde ich natürlich nicht auf den Montag bringen, weil Let's Test Time ist mit Anime Time, ganz knallhart. Diese Episode bringe ich mal anders. Ich brauche jetzt Anime, glaube ich, nicht fragen, wie er es bewerten würde, oder? Ein Punkt. Wenn ich einen dummen Kommentar unter der Folge sehe, Glöschi. Also ich fand an sich die Map überhaupt nicht schlecht. Ich wäre ja bei 9 Punkten, sage ich mal. Also an Bambis Werke kommt da noch nicht so wirklich ran. Aber ja gut. Ladies and Gentlemen, wenn euch diese Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt die Kanäle vom Anime-Fan aus. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie die Map zum selber zocken, der Partner Instant Gaming und natürlich auch der Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao! About